Oh, verdammt, wieso ist es immer so knapp immer? Jo Leute und danke fürs Einschalten. Wieso sage ich das immer? Jo Leute und herzlich willkommen zu einer Performance Mario Kart Wii Online mit Waluigi mal wieder und dem Bowser Bike. Ich bin etwas unter Stress diesmal. Die letzte Part habe ich in die letzten Part. Ja, ich kann nicht reden. Ich wollte auf. Ach, was soll's. Irgendwie reagiert meine. Oh, ach ja. Ja, ich war so dumm und hab. Oh. Ich hab wahrscheinlich auf Automatik gestellt. Scheiße. Ich dachte schon, er kann nicht springen. Er kann wirklich nicht springen. Ii. Na gut, jetzt weiß ich wenigstens mal, was das bedeutet, weil ich wusste es noch nie. Ja. Ich bin etwas unter Zeitdruck. Ich hatte ja schon vor zwei Parts erwähnt, dass ich gleich irgendwie so ein komisches Treffen hab. Was an sich nicht interessant ist, aber. Oh, Pilz. Was an sich nicht interessant ist, aber es fängt um 19 Uhr an und es ist ungefähr 20 vor oder so und genau um 20, ich brauche meistens durchschnittlich genau 20 Minuten oder um die 20 Minuten, um so einen Mario Kart Part aufzunehmen. Auch wenn er am Ende 10 Minuten dauert oder so, aber leider ist es so. Es gibt ja Wartezeit zwischendurch und so. Ich hoffe, ich werde es noch rechtzeitig schaffen, sonst ist das ein bisschen doof. Ansonsten komme ich halt ein bisschen später oder ich beende den Part ein bisschen früher oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe einfach, es funktioniert und klappt alles. Ich habe große Hoffnung und eigentlich brauche ich hier in den Rennen gar nicht zu hetzen, weil das ändert eh nichts. Die meisten Strecken haben ihre Zeit. Und am Ende bin ich nicht ich diejenige, die entscheidet, wie lange man braucht, um ein Rennen zu beenden, sondern der erste. Der erste Platz sozusagen. Und naja. Oh Gott, ich wollte springen. Und das ist richtig zum Kotzen mit Automatik, ey. Alter. Alter, das geht ja wohl gar nicht. Nein, ich werde wieder platt gefahren, so. Ich werde nie wieder Automatik. Das ist so eklig. Normalerweise guckt man, dass er springt, um dann ein bisschen die Richtung zu ändern. Man kann besser lenken und sowas, aber das geht ja hier nicht. Ach egal, man muss sich immer an alles gewöhnen. Oh, die Richtung ändert sich jetzt erstmal. Ich habe eigentlich sogar Themen aufgeschrieben, aber ich glaube, die werden jetzt auch nichts, weil ich so unter Stress stehe, dass ich sterbe oder sowas. Noch eine Sache kann ich erzählen. Ach, die erzähle ich gleich. Es ist die Strecke. Die Strecke, doch, die Strecke ist gleich vorbei. Ja. Ja, ich habe ihn in der Luft erwischt oder was? In der Luft erwischt. Oh mein Gott. Naja. So. Plus 69 Punkte. Vielleicht ist es gut, unter Stress zu stellen, damit ich besser werde. Keine Ahnung, mal schauen. Sind momentan diese Rennpisten ein Trend oder was? Ich verstehe das nicht. Wieso wählt man sowas? Die sind doch langweilig. Also an sich, ich weiß nicht. Es gibt bestimmt coole Strecken, die cooler sind. Oh mein Gott. Aber die sind es nicht. Oha. Das ist so übel, ey. So, wobei ich, genau, ich weiß nichts. Also keine Themen. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß gar nichts. Diese Strecke erinnert mich an die letzten Parts, wo ich gesagt habe, dass mein Kopf so leer ist und das färbt irgendwie ab. Naja, eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, die ich ansprechen könnte, ist, es gibt Energy Drinks. Ja, das weiß wahrscheinlich das wissen wahrscheinlich die meisten. Die sind ab 14, oder? Na egal. Ah! Oh, ach man, oh, das ist so doof. Jetzt werde ich die ganze Zeit rumheulen. Das ist so doof, ist die Steuerung. Jedenfalls. Oh. Immer wenn ich coole Sachen kriege. Nein, das ist meine! Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, immer wenn ich coole Sachen kriege, werde ich geblitzt. Geblitzt. Oh, scheiße. Egal. So. Energy Drinks in Dosen sind cooler. Und ich würde euch raten, nie Energy Drinks in Flaschen zu kaufen. Ich habe letztens welche gekauft. Bei Lidl gab es die, glaube ich. Schütteln. Und die sind nicht so lecker wie in Dosen. Die sind zwar brausiger. Also zumindest, also ich habe jetzt von Rockstar oder so. Ja, yeah. Kann sein. Keine Ahnung. Alter. Also ich habe von... halt in der Flasche gekauft. Normalerweise trinke ich alles in Dosen, weil ich Dosen einfach so liebe. Die gibt es so selten und ich mag Dosen. Auch Pepsi oder Cola oder sowas, so Standardsachen mag ich einfach in Dosen, weil Dosen cool sind. Naja, und das habe ich mir jetzt in Flaschen gekauft, weil für einen Energy Drink sind die Flaschen die Außenseite oder die komischen Sachen.
Und da dachte ich mir, warum nicht, mal ausprobieren. Und die waren gerade runtergesetzt. Und dann dachte ich, ja, warum nicht, wie gesagt. Und ja. Dann habe ich heute... Scheiße. Heute habe ich gerade herausgefunden, wie die schmecken. Und die schmecken einfach scheiße. Also, irgendwie sind Dosen einfach cooler. Flaschen sind so... Bäh. Kauft euch immer Dosen, nie Flaschen. Außer sie sind günstiger und außer es macht euch nichts aus. Aber mir macht's was aus. Ich mag Dosen. Ich will nicht sagen, dass allgemein Flaschen trinken oder aus Flaschen trinken irgendwie scheiße ist. An sich ist es irgendwie eklig, immer aus einer Flasche zu trinken, ohne sie irgendwie zu säubern oder sowas. Oder wenn man sie mit anderen teilt. Aber es gibt genug Leute, die das einfach nicht stört. Und eigentlich ist es, es gibt einfach nichts, was daran stören könnte. Aber mich stört es irgendwie trotzdem, keine Ahnung. Ich bin jetzt aber nicht so ein pingeliger Kackmensch, der sagt, nee, das mache ich nie. In letzter Zeit schon, aber früher nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt... Also wenn es so kleine Flaschen sind, dann ist es okay, aber dann sind da für mich einfach, also ist einfach zu wenig drin. Ich bin so ein Säufer. Ich trinke einfach, keine Ahnung, einfach viel zu viel wahrscheinlich. Also, es klingt jetzt so falsch. Ich meine natürlich nicht Alkohol. Ich meine Normalsache. Ja, ich bin auch so einer, ich probiere gerne aus. Ich probiere gerne viele Getränke aus und sowas und kaufe mir immer die neuesten Sachen. Was heißt die neuesten Sachen? Ich kaufe mir immer neue Sachen, die ich nicht kenne und so und ich finde das irgendwie cool. Ich mag trinken auf jeden Fall lieber als essen. Jetzt rede ich über meine Trinkgewohnheit. Na jedenfalls, nach Möglichkeit würde ich mir immer Dosen holen. Ansonsten natürlich Flaschen. Was gibt es sonst anderes? Kartons. Kartons sind auch cool. Die haben auch keinen Pfand. Da muss man sie nicht zurückbringen. Und ich mag zum Beispiel Eistee in Kartons. Also so diese Riesenpackung. Ich könnte jetzt die Marke nennen, aber das wäre... Ach egal, dieser Pfanne-Eistee zum Beispiel, der ist so riesig. 2 Liter oder so, oder 1,5. In so einem Karton. Und relativ... Naja, ich weiß nicht. Schwer zu sagen, ob das jetzt günstig ist oder nicht. Es ist immer relativ, je nachdem, wie es man gewohnt ist. Wie man es gewohnt ist, meine ich natürlich. Und, ja. Oh. Ich rase vorbei... An der Raserei. Es ist so richtig scheiße, nicht driften zu können. Wie kann man dann damit leben? Oder kann man irgendwie driften? Also wird das irgendwann mal blau? Oh mein Gott. Ja, das habe ich jetzt auch schön hinbekommen hier. Naja. Jedenfalls. Ja, was soll ich sagen? Ich bin unzufrieden mit der Flasche. Ich habe heute einen Energy Drink aus der Dose getrunken. Und ich habe schon überlegt, ob ich die Flasche, also den Inhalt der Flasche in die Dose reinkippe. Damit ich sozusagen wieder einen Flaschen, also aus der Dose trinken kann. Weil Dose einfach viel cooler ist. Aber naja, das wäre irgendwie gestört und ich frage mich, wie ich das da reinfüllen muss. Und in ein Glas umfüllen, das wäre total armselig. Also weiß ich nicht. Ich bin nicht so ein Fan, irgendwas in Gläsern einzufüllen. Also zumindest sowas wie Energy Drinks nicht oder so. Also jetzt, wenn man schon gewohnt ist, aus Dosen zu trinken. Ich finde, Dosensachen in Gläsern einfügen ist sowieso irgendwie bescheuert. Also die Dosen sind ja schon meistens so klein, dass man sie locker als Glas behandeln kann sozusagen. Also das, der Inhalt ist halt nicht so viel. Und man kann das einfach so trinken. Sozusagen. Ja. Nächstes Rennen. Schon wieder sage ich nächstes. Ich meine natürlich nächstes. Das ist super, mega super. Das ist ja mega super. Mondblickstraße. Ja, Mondblickstraße. Bitte, Mondblickstraße. Ich mache den Mondblickstraßen-Song. Und wieso wird das trotzdem nicht drankommen? Wieso nicht? Bitte drankommen. Mondblickstraße. Mondblickstraße soll drankommen, sonst ist alles verloren. Und dein Leben auch. Mondblickstraße, Mann, komm dran. Mondblickstraße. Ja! Geilo! Mein Mondblickstraße-Song hat gewirkt.
widmet allen euren Lieblingsstrecken einen Song, dann wird er dran kommen. So, jetzt aber ich war immer mal wieder kann ich einfach nicht reden. Das ist so asozial von mir. Oh, ich wusste es. Hey, ich wurde nicht platt gefahren. Er ist durch mich durchgefahren, Hilfe. Ich war bei Flaschen. Ah ja, Dosen, genau. Dosen sind halt so schon so klein, dass man sie nicht umfüllen muss, finde ich. Also außer es sind so, genau, ich würde noch sagen. Außer es sind halt relativ größere Dosen. Es gibt ja so Bierdosen oder so, die sind ein bisschen größer. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dadurch, dass man in Dosen halt kaum was sieht, also man kann ja schwer durch diese kleine Öffnung gucken, zu gucken, was da ist. Verpufft die? Nein, hier nicht, schade. Ja! Stirb, du! Nein! Mano. Ja, das habe ich wahrscheinlich verdient. Ja, das nicht. Das habe ich nicht verdient, ey! Obwohl, es trifft mich ja nicht nur mich. Also Dosen, da kann man ja so schwer reingucken, wenn man jetzt zum Beispiel, also das kommt ja am ehesten nur vor, dass man nicht wie ein Gamer irgendwie zu Hause rumhockt und zockt oder so, sondern dass man vielleicht mal grillt oder so und ein Bier trinkt. Und dann könnte da mal eine Fliege, habe ich gesagt, ein Bier trinkt oder so? Nein, ich meine natürlich, also man grillt oder so und ich glaube, das habe ich auch gesagt, ich weiß es nicht. Oh Gott, mein Gedächtnis ist ja echt für den Arsch. Auf jeden Fall ist es dann sinnvoller, dass man es in ein Glas kippt, damit man sehen kann, ob nicht vielleicht eine Fliege reinfliegt oder so. Wenn es einem nicht egal ist. Und dann ist das schon sinnvoll, aber sonst finde ich, ist es relativ sinnlos, sowas zu tun. Vor allem, weil aus Dosen trinken viel cooler ist. Es ist einfach obercool. Nein, du wirst mich nicht erwischen. Danke. Du hast mich nicht erwischt. Gut. Endspurt, würde ich mal sagen. Das bedeutet, wir sind... Es kommt so auf den Blitz, ey. Kommt... Arschloch. Amelie? Oder Amelie? Amelie. Puff. Ich puff dich weg, Mann. Puff dich weg. Scheiße. Ich hab's verkackt. Na, was soll's. Das war das letzte Rennen. Für heute. Nein, nicht für heute, aber für... Doch, für heute eigentlich schon. Ja. 2 Minuten 25 und irgendwas mit 25 am Ende wieder. Tschüss. Ja. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei, wenn ihr Bock habt und so. Das ergibt schon wieder keinen Sinn, was ich hier rede. Wir sehen uns beim nächsten Part, wenn ihr Lust habt. So. Tschüss.